Vor ein paar Monaten habe ich dieses Gerät hier gesehen im Internet und irgendwann ruft dann die Firma Dynabrade an, mit denen wir eigentlich schon, ja, ich sag's mal, immer eine ruhigere Geschäftsbeziehung hatten, weil wir nur ein einziges Produkt haben, nämlich die Dynared Politur an und sagt, wir haben dieses Maschinchen und Renny Doyle hat gesagt, dass wir uns das mal anschauen sollten. Und gesagt, ja gut, dann kommt mal vorbei, ein bisschen skeptisch war man, Zwangsexzenter. Aber dann ging es richtig los, dann konnten wir das Ding ein bisschen testen. Und deshalb machen wir jetzt hier ein Unboxing und stellen euch diese Maschine vor. Und ihr wisst, wir haben einige Maschinen bei uns im Sortiment, aber sowas Cooles wie dieses kleine DB8-Maschinchen, Zwangsexzenter, hat man kabelgebunden oder auch akkugebunden noch nicht bei uns. Und damit herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist zu unserem Unboxing und auch ein paar Tests der Dynabrade DB8 bei Renny Doyle. So, dann fangen wir an mit dem Unboxing. Vielleicht so ganz mal den Karton, damit man das Ganze auch mal sieht. Sieht hier relativ unscheinbar aus. Aber dann kommt Gear-Driven Dual Action. Was heißt Gear-Driven Dual Action? Das heißt, dass ihr keinen, nicht nur einen kleinen Hub hier habt. Also das heißt, einen ich sag's mal, freilaufenden Exzenter mit einem Durchmesser, was diese Kleinbewegung angeht, wie ihr das zum Beispiel auch kennt von der Flex PXE, ne, die also jetzt hier auch einen freilaufenden Exzenter hat, in dem Fall 3 mm, weil mit dem wollen wir gleich noch schön schleifen. Jetzt ist mir hier mein Laser runtergefallen, aber egal, legen wir mal so hin, kommen wir gleich zu. Sondern die hat ein Getriebe drin, das heißt also, dieses Getriebe sorgt dafür, dass der Teller im Grunde genommen immer auch sich um die eigene Achse dreht und nicht nur eine reine Oszillationsbewegung hat. Und das ist, wie gesagt, das Interessante an dieser Maschinenart. Die Maschinenart gibt es aber auch von anderen Herstellern. Makita Flex mit der XCE oder Rupes mit der Mille. So, und jetzt machen wir den Kompressor aus. So, wenn wir schon hier sind, habt ihr mal einen freilaufenden Exzenter. Wie gesagt, das dreht hier frei. Wenn ich die Maschine anmache, kann ich den Teller hier festhalten. Und das geht halt bei einem Zwangsexzenter nicht. Ne? Kann ich auch das Polierbett hier im Grunde genommen ausblasen. Und das funktioniert alles bei einem Zwangsexzenter nicht, weil da ist im Grunde genommen ein Getriebe drin, der diese Eigenrotation, die automatisch entsteht, auch beim freilaufenden Exzenter forciert. Also das heißt, zwanghaft im Grunde genommen erzeugt. Dann drehen wir das Ganze mal um. Hier hinten ist ein schönes Bild von Renny Doyle drauf, der Detailer der Air Force One. Gut, es ist nur die Museumsmaschine, aber soweit alles klar. Jetzt mag man denken, ja, die Amerikaner, die machen nur Marketing. Und ganz ehrlich, das haben wir auch gedacht bei dieser Maschine. Aber dann haben wir die Maschine nicht nur ausgepackt, sondern auch hier zusammen mit Dynabrade, also das heißt mit dem Hersteller mal laufen lassen. Und ich kann schon so viel vorwegnehmen, der Oliver filmt. Ich war genauso entzückt wie anschließend Marc Nofmar, der die Maschine dann anschließend auch bei uns getestet hat. So, machen wir das Ganze mal auf. Dann haben wir hier eine kleine Tasche drin. Was ist in der Tasche drin? Der zweite Stützteller, in dem Fall 150 mm. Stützteller sehr schmal gehalten, funktioniert aber soweit alles super. Und dann ist das jetzt hier, die hatten wir natürlich schon mal ausgepackt, auch entsprechende Gimmicks noch mit drin, wie zum Beispiel, das muss ich mir doch noch mal ganz kurz zeigen, und zwar hat die Maschine ein wunderschönes Bild, nämlich hier so ein Hornochsen drauf. Ne? Aber diese Hornochse hat es in sich. So, dann gibt es noch hier, wer das kennt von der Detailing Mafia, diesen Gloss, diese Gloss-Schablone. Da wird das Ganze hier hinten auch nochmal erklärt. Wie gesagt, auch bei jeder Maschine dabei. Und dann haben wir die eigentliche Maschine, wie gesagt, jetzt schon hier mehrfach benutzt. Und, nehmen wir die mal raus. So, die hängt hier drin. Karton brauchen wir jetzt nicht mehr. Karton mal weg. Und jetzt haben wir hier die Maschine mit entsprechenden gummierten Auflagen, hier Renny Doyle signiert. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles Show und so ging es mir auch. Ich habe gedacht, alles nur Show. So, und jetzt seht man hier, das ist die Seriennummer 207. Das ist immer noch Prototyp, das heißt also, diese ganzen Formen, das existiert alles schon, aber es ist ein Vorserienmodell. Und wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit dem, was ich eben gezeigt habe, hier kann ich jetzt nicht
freidrehen. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Finger drauf halte, die Maschine anmache, dann läuft die einfach weiter, weil das, wie gesagt, ein Zwangsexzenter ist. Das heißt, diese Bewegung hier wird, diese Rotation wird erzwungen. So, jetzt gibt es noch eine interessante Sache, und zwar, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera auffangen kann, hier ist ein Pfeil. Ne? Also hier habt ihr so einen kleinen Pfeil und auch hier habt ihr so kleine Pfeile drauf oder so, zumindest so eine Richtung. Das ist nämlich ein sogenannter rechtsdrehender Zwangsexzenter. Ne? Das Interessante ist, alle freilaufenden Exzenter sind rechtsdrehend und es ist auch jede Rotationsmaschine rechtsdrehend. Und es gibt aber von Flex die XFE, auch ein guter Zwangsexzenter, aber der dreht nach links. Das heißt also, diese Maschine zieht immer nach innen und nicht nach außen. Und das ist etwas unangenehm, dass es eine Maschine gibt, die eigentlich sehr gut ist, sehr laufruhig ist, die Flex XFE, die aber im Grunde genommen nach innen zieht. Und das ist bei dieser Maschine nicht der Fall. Also das heißt, wenn man die mit anderen Maschinen vergleicht, muss man zunächst mal feststellen, ist schon mal interessant, dass es ein rechtsdrehender Zwangsexzenter ist. Wenn man ganz genau sein will, müsste man sagen, rechtsdrehende, zwangsrotationsgetriebene Exzenter. Ne? So. Und dann ist die Maschine auch sehr handlich. Also das heißt, man kann das hier super anfassen und so. Also generell auch diese ganze Oberfläche hier ist gummiert. Das fühlt sich schon alles sehr, sehr wertig an und ist ganz nett. Und der Aufbau, ne? Also das heißt, von dem, wie ich hier auflege und dann die Gesamthöhe, im Grunde genommen hier zu meinem Handbein, ist auch sehr gering. Das ist auch bei dieser Maschine, zumindest gefühlt ist es genauso gut wie bei einem normalen freilaufenden Exzenter, wie zum Beispiel bei einer Flex XFE oder bei einer Rupes LA15 und dergleichen. Das ist auch nochmal sehr angenehm. Und dann natürlich habe ich hier ein Getriebe drin. Und wenn ihr jetzt das mal vergleicht, zum Beispiel mit der Rupes Mille, dann ist das hier auch schon im Bau wesentlich filigraner. Ne? Und jetzt denkt man, ja, wenn es filigraner ist, dann ist es nicht so, dann ist es lauter, ne? Also sind nicht so schön leise. Und das werden wir aber gleich alles uns alles anschauen in der Praxis. Weil wir haben natürlich hier unsere Terminator-Pads in Weiß, Orange, dann Maroon und dann auch nochmal in Schwarz. Und dann werden wir an die Lackplatte gehen mit den Polituren 500er für Mikrofaser, 510 von 3D Heavy Cut. Und dann das Finish, da testen wir auch mal hier diese neue aus, die ist jetzt von Dynabrade. Aber wie gesagt, meine Finish oder Allround-Politur, mein Liebling, ist ja die 3D One. Mal ganz kurz zu den Vorteilen von rechtslaufenden Exzenter, weil ich habe mir jetzt hier dieses Mikrofaser-Pad nochmal geholt. Und da ist natürlich so, wenn ihr jetzt das Pad zum Beispiel einmal einsetzt mit einem immer rechtsdrehenden freilaufenden Exzenter, also linksdrehende freilaufende Exzenter sind mir nicht bekannt, dann ist es so, dass sich die Faser natürlich hier auch dann angleicht und stellt. Wollt ihr jetzt das gleiche Pad verwenden mit einem linksdrehenden Exzenter, dann würde die Mikrofaser natürlich andersrum gehen und dann hebt die sich so auf. Ne? Das heißt also, dass ihr dann eine extreme Vibration habt. Und das haben wir bei dieser Maschine nicht, weil die halt immer rechtsdrehend ist. Sie ist generell sehr vibrationsarm, aber das machen wir jetzt gleich. So, was machen wir an der Lackplatte? Wir machen einen Anschliff 1500er trocken hier mit dem 3D-Medium und der Flex PXE 3 mm Hub. Und dann gehen wir einfach mal die Schose so ein bisschen durch, damit ihr mal wisst, wie es ist von der Korrektur bzw. von der Lack-Defektkorrektur, in dem Fall mit dem 1500er Anschliff. Ja, Kabellänge schätze ich hier auf 4-5 Meter. Ich weiß allerdings die finale Kabellänge auch nicht, auch wenn ihr sonst technische Fragen zur Maschine habt, also was jetzt die Leistungsdaten angeht, schaut einfach bei uns auf die Homepage, weil wir listen die Maschine dort schon. Man kann sie nicht bestellen, der Preis ist auch nicht offiziell, aber ihr könnt euch eintragen, ihr könnt einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das Baby bei uns auf Lager liegt, weil eins ist uns jetzt schon klar, wir werden diese Maschine hier aufnehmen. So, vielleicht nochmal zur Handhabung von der Maschine, liegt hier schon super angenehm in der Hand. Hier, das rastet schön, das ist auch angenehm. Ne? In dem Fall Leistung zu mir, das heißt also von links
nach rechts dreht ihr entsprechend Größe, Betätigungsschalter, Feststellknopf, nur auf der linken Seite im Gegensatz zur UDOS 31i. Die hat ja von beiden Seiten einen Betätigungsschalter. Ansonsten liegt sie angenehm in der Hand. Gewicht, wie gesagt, müsst ihr nachschauen. So, also hier hatten wir nochmal die Leistungsstufen von der Maschine. Wie gesagt, alle Details findet ihr bei uns auf der Website. Und wir fangen jetzt an mit dem Mikrofaserpad vorzukarten, machen aber nur einen Teilbereich davon und probieren es auch anschließend einfach mal nur mit dem weißen Detail Passion Pad, was natürlich mit der 510er auch entsprechende Kraft hat. Bei der 500er verwenden wir, also beim Mikrofaserpad verwenden wir die 500er. So, Pad schön gebreimt und jetzt gehen wir hier auf unsere Fläche. So, ich gehe jetzt mein vollen Gewicht drauf. So, vielleicht ganz kurz, das war jetzt die stärkste Leistungsstufe. Ich war mit dem vollen Gewicht drauf. Ich habe eine aggressive Politur und das Lake Country Pad, was eigentlich dazu führt, dass schon eine deutliche Bremswirkung da ist. Und hier spürt man gar nichts. Ne? Klar, die Maschine bleibt da nicht stehen. Sie kann auch nicht stehen bleiben wegen dem Zwangsangetriebe. Aber was auch interessant ist, ich kann die Maschine mit einer Hand führen. Und das geht, so viel wie ich weiß, bei keinem anderen Zwangsextender. Demonstriere ich euch mal hier drüben an der Fläche. Ich mache mal hier wieder Stufe 1 und drehe dann hoch und mache es wirklich alles mit einer Hand. So, ich fixiere, Maschine läuft und ich gehe hoch. Und ich gehe hoch. Und ich gehe weiter hoch. Und ich gehe weiter hoch. Man merkt, die Maschine zieht hier schon, aber trotzdem kann ich die Maschine noch vollständig mit einer Hand führen. Ich gebe Druck drauf. Voller Druck. Die Maschine läuft einfach weiter. Ich kann hier auf die Maschine Druck ausüben ohne Ende. Die läuft einfach weiter, weil es halt ein Zwangsextender ist. Aber trotzdem habe ich auch ein extrem einfaches Führen. Die Maschine läuft mir nicht weg. Die Maschine arbeitet nicht gegen mich. Und ich kann in jeder Hinsicht die Maschine hier hinten am Schwanz komplett führen. Und das habt ihr bei, so viel wie ich weiß, sonst keinem anderen Zwangsextender, den es am Markt gibt. So, jetzt fahren wir das Ganze hier aus und gucken uns mal das Ergebnis vom Cutten an. Ich gehe jetzt mal auf Stufe 4. Vielleicht ganz kurz zum Thema Heavy-Cut-Polituren. Ich fahre die eigentlich nie komplett aus, also dass man sie nicht mehr sieht, sondern halt, wenn der Cut-Vorgang erledigt ist, wenn die Politur halt in der Kraft nachlässt, dann lasse ich es auch gut sein. Ne? Ist natürlich jetzt auch schön warm hier. So, das war jetzt Mikrofaser. Jetzt machen wir hier unser Detail Passion Terminator Cutting Pad Schaumstoff auf. So, jetzt nehmen wir die etwas aggressivere 510er mit einem etwas milderen Pad, weil es halt Schaumstoff ist, trotzdem Super Heavy Cut Schaumstoff Pad Detail Passion Terminator White.
So, vielleicht nochmal, weil es sich jetzt gerade anbietet, zum Thema Ankanten. Das geht natürlich auch mit einem Zwangsexzenter, allerdings ist das immer sehr unangenehm. Bei der hier ist die Vibration wirklich sehr gering, wenn man hier ankantet. Und auch das geht jetzt hier. Ich hebe jetzt einfach mal ein bisschen an, damit ihr seht, 1-2 mm bin ich jetzt von der linken Kante hier angehoben und habe dann mehr Druck auf dieser Innenseite und trotzdem dreht es voll. Eine bessere Pad-Kühlung und trotzdem durch den Druck, das heißt durch die geringere Auflagefläche, einen höheren Cut. Beziehungsweise ein schnelleres finde ich jetzt in dem Fall, weil so viel Cut brauche ich ja gar nicht mehr. So, Stufe 4. So, jetzt andere Seite. Auch in der Hohlkante. So, nochmal ein kurzer Stopper. Auch in dieser Vertiefung hier voller Druck und die Maschine dreht einfach weiter bei Stufe 4, würde aber genauso weiter drehen bei Stufe 3, weil das ist halt der Vorteil vom Zwangsexzenter. Aber wie gesagt, hier jetzt bei der Dynabrate mit einem wirklich ungeahnten Komfort. Es ist überhaupt kein Thema, hier diese Maschine zu führen. Super einfach, super schnell. So, machen wir noch eine Stufe höher mit dem Finish, in dem Fall mit dem Burgundi-Pad. Wichtig ist, wenn ihr ankantet, bei Heavy Cut zieht ihr natürlich Hologramme rein, bei einem freilaufenden Exzenter, das muss man halt wissen. Ne? Weil da verhält sie sich dann wie ein, oder ähnlich, wie eine Rotationsmaschine. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden mal ausmessen, wie viel Lackabtrag wir hinbekommen mit dem weißen Detail Passion Pad auf diesem roten, sehr, sehr harten Lack, indem wir einfach an unseren entsprechenden Punkt fixieren. Das geht hier wunderschön mit diesem Laser. Der hat nämlich Dauerlicht. Und dann habe ich jetzt hier mal einen Punkt, wenn ich den etwas weiter oben haben will. Dann habe ich den hier. So, hier haben wir unseren Punkt. So, kalibrieren wir kurz unser Next PTG hier mit dem Handy. Einmal auf Blau kalibrieren. Kalibrierung läuft. Dann auf Alu kalibrieren. Läuft. Und wir sind durch. So, und jetzt nehmen wir unseren Punkt hier. Setzen den genau drauf. 575. Geht der Alarmton an. So, ich drehe mich jetzt einmal. Weil ich will jetzt den gleichen Punkt wieder erwischen. Und das geht mit diesem Laser hier wunderbar, 576. Ne? Machen wir so ein drittes Mal, nochmal drehen, 576. Sobald ich einen anderen Punkt erwische, bin ich halt ganz anders unterwegs. Ne? Und das ist halt das Interessante mit diesem Markieren.
über den Laser. Der Laser bleibt, wo er ist. Und ich mache 4 Kreuzstriche mit der 510 auf dem Terminator-Bit. Stufe 5. Wichtig ist jetzt halt, dass er es jetzt auskühlen lässt, ne? Weil ansonsten habt ihr da halt ungenaue Messergebnisse. Und deshalb lassen wir es im Moment kühlen, dass wir wieder so auf 17, 18 Grad sind. Und dann messen wir mal, wie viel wir abgetragen haben mit 2 Kreuzstrichen, 4 Bahnen auf der Lackplatte. Wir kommen von 575 und gucken halt mal danach. So, 23 sind wir. So, dann tun wir entfetten. So, ihr verwendet natürlich immer schön Handschuhe. So, gleiches Spiel wie eben. Ich habe wieder meinen markierten Punkt, messe wieder mit meinem Nix-PDG und drehe mich halt, keine Ahnung. Ich muss mich nicht drehen, aber das zeigt halt, dass man den Punkt halt sehr genau markieren kann. So, gehen wir mal drauf. 572. 572. 572, 571. Wenn wir jetzt... Man nimmt von dem, was wir eben hatten, 576, 575, 571, ungefähr 4 μ mit Schaumstoff. Und wir wissen ungefähr, was ihr erreichen könnt mit einem freilaufenden Extender, mit dem Pad. Bei der Lackplatte sind ungefähr 2 μ. Das heißt also, ihr seid hier um den Faktor 2 bei dieser Maschine schneller wie mit einem freilaufenden Extender. Das braucht man nicht immer, aber wenn man zum Beispiel im Autohaus arbeitet, oder möchte einfach eine schnelle Nummer fahren, dann kann ich mit der Maschine alles machen und ich habe einen sehr, sehr hohen Lackabtrag, wenn ich es haben will. Trotzdem fährt die Maschine auch gut mit All-in-One-Polituren, zum Beispiel mit der Speed von 3D. So, es gibt hier auch noch so ein paar nette Gimmicks und das ist jetzt eigentlich hochinteressant, weil normalerweise habt ihr das Problem, dass das hier immer einknickt und das ist jetzt hier voll drehbar. Das heißt also, ich kann das hier mit der eigenen Achse drehen und ich kann das hoch, runter, rechts, links. Das heißt also auch mein Aufwickeln von meinem Kabel ist viel einfacher, weil ich hier keine Verwindung reinbekomme, weil es sich halt in der eigenen Achse hier auch mitdreht. Ne? Also das heißt, das ist schon mal, wirklich, da hat wirklich jemand mitgedacht. Wirklich coole Sache. In jedem Detail auch keine Spielereien. Ich weiß, es gibt mittlerweile Maschinen mit Licht und allem drum und dran. Aber die hat alles, was man braucht und hat Leistung ohne Ende. Ziemlich geiles Gerät, Renny. Ziemlich geiles Gerät. So, ja, ihr habt gesehen, was diese Maschine leistet. Ungefähr, obwohl sie ein Extender ist, durch die Zwangsrotation ungefähr den doppelten Abtrag von einem freilaufenden Extender. Wie gesagt, das sind alles nur Schätzungen, aber wir haben es hier ganz gut gezeigt mit dem Laser. 4 μ Abtrag mit dem Schaumstoffpad. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, das soll es gewesen sein von unserem Übersicht bzw. die Erstvorstellung. Unboxing haben wir auch, verlinken wir euch gleich zur Dynabrate DB8 bei Renny Doyle. Eine Maschine, die aus den USA kommt, aber bei der das Marketing noch fast zu mild ist zu dem, was diese Maschine kann. Das soll es gewesen sein hier aus Limburg von Chemical Shark. Euer Stefan. Macht's gut. Bis bald. Ciao.